Wir parken im selben Parkhaus wie gestern, bei unserer Tour mit Jörg. Wieder mal fliegt ein Hubschrauber über unsere Köpfe hinweg. Vom Dach des Parkhauses aus ein toller Blick auf den Santa Monica Pier. Gegenüber des Ausganges des Parkhauses befindet sich das kleinste Haus von Los Angeles. Mit Hilfe von Uber, einer App für private Fahrten mit Privatpersonen, machen wir uns auf den Weg nach Venice Beach. Heute haben wir ausgiebig Zeit, um hier zu flanieren. Der weltberühmte Abschnitt Muscle Beach, spätestens bekannt geworden durch Arnold Schwarzenegger. Die Tribüne, von der aus man die Kraftsportler beobachten kann, wurde von Joe Weider gestiftet. Ein kanadischer Unternehmer, Bodybuilder und Pionier des Kraftsportes. Ein Souvenirstand reiht sich hier an den anderen. Wir beobachten die zukünftige Elite des Skateboardens. Venice Beach. Der Strand reicht hinauf bis Santa Monica. Die Häuschen der Lifeguards kennen wir alle aus der Fernsehserie Baywatch. Berühmt ist Venice Beach auch für seine skurrilen Typen. Venice Beach ist einfach etwas anders. Farbenprächtig und bunt, geziert mit fantasievollen Graffitis und jeder Menge Straßenhändler, die ihre Kunstwerke feilbieten.
Langsam geht die Sonne unter. Vorbei am Ocean View Park nähern wir uns den Santa Monica Pier. Dass das Benutzen von Elektroscootern verboten ist, interessiert hier nicht wirklich jemanden. Vor dem Santa Monica Pier das schöne Hotel Casa del Mar. Am Strand wird fleißig Sport getrieben und manche machen Fotoshootings. Im Vergnügungspark am Santa Monica Pier herrscht bereits reges Treiben. Gegen Abend wird es ein wenig kühler und so beschließen wir, zurück zur Parkgarage zu gehen und unsere Westen zu holen. Dabei passieren wir den Palisades Park. Am Deck der Parkgarage betrachten wir den Vollmond und den herrlichen Blick auf den beleuchteten Santa Monica Pier. Über den Ocean Avenue geht es dann zurück zum Freizeitpark. Hier am Ocean Avenue gibt es jede Menge toller, schöner Lokale. Allerdings sind die Preise doch sehr gehoben. Aber wir gehen jetzt wohin? Der Santa Monica Pier ist eine der größten Sehenswürdigkeiten und das Wahrzeichen des kalifornischen Staates Santa Monica. Er geht von der Colorado Avenue aus und erstreckt sich über den Santa Monica State Beach, den öffentlichen Strand, in den Pazifischen Ozean hinein. Zugleich bildet er auch den Endpunkt der weltberühmten Route 66. Der Pier beherbergt den Pacific Park Vergnügungspark, indem man von einem Riesenrad einen weiten Ausblick auf den Pazifik und West Los Angeles hat. Der Park beinhaltet außerdem eine Hochseilbahn aus den 1920er Jahren, noch voll aus Holz gebaut, ein Aquarium und diverse Geschäfte. Aber jetzt stürzen wir uns gemeinsam in das muntere Treiben hier. War interessant irgendwie, oder? Okay.
Gerne wären wir mit der Hochschaubahn gefahren, aber just heute hat ein reicher Mensch die Hochschaubahn gemietet und für sich sperren lassen. Wir verlassen den Pier und gehen über die Colorado Avenue Richtung Second Street. Eine Filiale der Cheesecake Factory, bekannt aus der Komödienserie The Big Bang Theory. Und die andere Blonde, ne? Dann geht es ein Stück über den Broadway hinauf in die Fußgängerzone der Third Street. Hier gibt es zahlreiche Innenlokale und jede Menge toller Shops sowie eine kleine Parkanlage mit Dinosauriern aus Buchsbaum. Schon ziemlich müde bestellen wir uns per Uber-App ein Auto, das uns zum Panda Express in der Montana Avenue bringt. Hier gibt's leckeres asiatisches Essen. Erneut mit vollem Magen diesmal bestellen wir ein Auto über die Uber-App, das uns zur Parkgarage zurückbringt. Dort treffen wir auf einen begnadeten Gitarristen.
aber dann geht's ab nach Hause.